Geburtstag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, vielen Dank. Sehr freundlich. Es ist kalt geworden heute, oder? Bei Ihnen auch? Vielen Dank. Da ist man froh, wenn das Publikum sich hier warm klatscht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben ein großartiges Programm für Sie. Wir haben fabelhafte Gäste und wir haben eine fantastische, exklusive Top-Meldung. Haben Sie es schon gehört? Haben Sie es schon gelesen? Unser Lieblingsfußballspieler Lothar Matthäus. Oder wie wir seine Freunde ihn nennen, Lodda. Eröffnet ein Restaurant. Und wo eröffnet man ein Restaurant? In Paris. Der Perle an der Themse. An der Seine ein kleiner geografischer Test zu Beginn. Lothar Matthäus eröffnet ein Restaurant nach dem Vorbild von Planet Hollywood. Sie wissen, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis und Sylvester Sly Stallone. Und Lothar eröffnet dieses Restaurant in Paris zusammen mit den Fußballgiganten Maldini, Baggio und Pelé. Fantastisch, oder? Wie wird dieses Restaurant heißen? Haben Sie eine Vorstellung? Planet Lothar? Oder vielleicht, was mir gut gefallen würde, Kentucky Fried Franken. Willkommen zu Kentucky Fried Franken. Für wen war die Suppe? Was hast du, wo war die Schnitzel? Ich bin einer der Ersten, das weiß ich jetzt schon, die hinfahren und dort essen werden. Und ich weiß schon, wie die Kellner sich verständigen, ja? So mit Fußballkommandos. Mensch, du musst doch hingehen! Geh halt hin, bedien den, auch wenn's weh tut, ja? Fass ich, komm, der Gast, nimm du ihn! Pass auf, Suppe von hinten! Ja, oder mit dem Schnitzel, da musst du mehr über links gehen, ja? Wir müssen Druck machen beim Nachtisch. Spezialität in Lothars Kentucky Fried Fricken Restaurant in Paris ist Graubrot mit Blutgrätsche. Eine fränkische Spezialität. Ja, die Blutgrätsche auch leicht Tendenz in schwammige. Oder zum Dessert, Hit Nummer 1, die Ich sag mal Torte. Die Ich sag mal Torte. Weitere Spezialitäten auf der Speisekarte in Lothars Restaurant. Natürlich Kaiserschmarrn. Dann das Getränk des Tages, Pausentee. Und für die Kleinen, Achtung, Cheeseburger. Nicht schlecht, finde ich. Cheeseburger. Liebe Autofahrer, liebe Kapitäne der Landstraße, was müssen wir erfahren? Unsere tollen, fantastischen Autobahnraststätten. Sie wissen, meine Lieblingsautobahnraststätte war lange Zeit die Raststätte Propsteier Wald. Habe ich nur angefahren wegen des Namens. Ja. Kurz vor der belgischen Grenze, nochmal ausgestiegen, Taschen mit reingenommen. Was gegessen, hat sich jetzt umbenannt, heißt jetzt Aachener Land. Ja, irgendwie, oder? Was ist Aachener Land gegen Propsteier Wald? Stellen Sie vor, wo habt ihr euch verlobt? Im Propsteier Wald. Klingt doch ganz anders als im Aachener Land. Ein Tipp vielleicht für Ihre Familienfeier. Und diese tollen Raststätten sollen privatisiert werden. Nicht mehr staatlich betrieben, sondern von dynamischen, ehrgeizigen Geschäftsleuten. Ich kann mich noch gut an diese Raststätten aus meiner Studentenzeit erinnern. Wissen Sie, damals, als ich noch demonstriert habe und so wirklich so arm war, als ich so arm war,
Soll ich Ihnen mal schnell zeigen, womit ich früher in der katholischen Kirchgemeinde abgeräumt habe auf Seniorennachmittagen? Damit. 1, 2, 3. Hallo. War nicht schlecht, oder? Ich war damals so arm an den Raststätten, dass ich zu meinem Fahrer gesagt habe, Özgür. Özgür, halt doch mal du für mich den Daumen raus. Die Raststätten sind sehr, sehr, sehr viel moderner geworden. Viel besser als ihr Image, muss ich sagen. Neulich habe ich zum Beispiel an einer Raststätte gegessen, die war so modern, da gab es sogar Zigeunerschnitzel warm. Es heißt Zigeunerschnitzel. Tut mir leid, es heißt so. Es heißt Zigeunerschnitzel. Eigentlich haben diese Raststätten einen ganz, ganz tollen Vorteil, ja? Kaffee, wahnsinnig teuer. Essen schmeckt auch nicht besonders. Für die Ossis ein Stück alte Heimat. Hallo, Ossis. Tolle Sache hier in Köln. Wirklich. Endlich ist es wieder soweit. In Köln hat eröffnet das schwul-lesbische Filmfest. Tolle Sache. Dringend nötig, unterstützen wir aus ganzem Herzen. Und ich muss sagen, das Neue, 200 Schwule in einem Saal heißt normalerweise in Köln Kellnertreffen. Ja. Ist aber jetzt ganz... Ich habe es erst nicht gewusst und ich war heute Nachmittag total überrascht, als plötzlich im Darkroom ein Film gezeigt wurde. Der Hit beim Filmfest ist der Film Im Körper meines Feindes. Toller Film. Toller Film. Toll, toll, toll. Ich habe ihn mir dreimal angesehen, habe nur geheult. Stehe ich zu? Ja, das ist die absolute Insprache jetzt, das da weglassen. Stehe ich zu? Ich habe nur geheult. Und dann in der Pause kam diese tolle Frau und sagt, möchte jemand Popcorn? Eis, Vaseline? Total nett von Ihnen. Und falls Sie irgendwie müde von der Bank nach Hause kommen heute oder vom Managerseminar oder einfach aus dem Priesterseminar, das ist das Programm des großartigen Schwulen- und Lesbenfilmfestivals Köln. Das sind die Highlights vom diesjährigen Schwulen- und Lesbenfilmfest. Zum Auftakt die rasante Actionkomödie von Starregisseur Detlef Böck. Zwei rosarote Panther. Danach ein einfühlsamer Appell für mehr Sex im Dschungel. Plateau, zwei Superschwuchtel in Vietnam. Dann wird es richtig turbulent. Tom Cruise und Dustin Hoffmann in Rheinmann. Ein weiterer Hochgenuss für anspruchsvolle Cineasten. Schwanz ab 3, die Rückkehr der Kampflesben. Ein unvergessener Klassiker, der mit dem Wolf tanzt. Witzig und spritzig, der neue Ponderosa von Braunheim-Film, Ponanza. Der Favorit ist aber eindeutig Pop Rocky 1 in der Originalversion. Karl-Heinz! 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 Wie soll ich Karl-Heinz kommen auf die Schweine? Ich lieb den Karl-Heinz! Karl-Heinz, lass den los! Wow! Ich sage ja zu deutschem Wasser.
Heute Abend fabelhafte Gäste, meine Damen und Herren. Menschen, deren Weg mit Erfolg geradezu gepflastert ist. Unsere liebe Kollegin Mareike Amado heute Abend hier bei uns. Und der Chef der erfolgreichsten Senderneugründung der letzten Jahre. Bei uns zu Gast der Chef von Viva, Dieter Gorni. Hier heute Abend. Und ein Mann, der vielleicht für Aufregung sorgen wird in der Szene der Volksmusik. Sie wissen, Stefan Ross, Volksmusikliebling, soll angeblich nicht selber Trompete spielen. Und wir haben heute Abend einen Mann hier, der demnächst ein Buch schreiben wird, in dem es unter anderem darum geht, Star-Trompeter Walter Scholz hier bei uns. Das ist unsere Lieblingsillustrierte Bunte, meine Damen und Herren. Jeden Donnerstag lernen wir sie auswendig. Um 9:30 wird bereits zum ersten Mal abgefragt. Warum? Weil Bunte toll ist, fantastische Beiträge hat. Und heute, meine Damen und Herren, eine sensationelle Rubrik. 5 Prominente, die sich in den letzten 20 Jahren kaum verändert haben. Katja Epstein, René Weller, Heino, Mireille Mathieu und Juliane Werding. Sie wissen, am Tag, als Johnny Kramer starb. Toll, oder? Hätten Sie gewusst, dass diese 5 Prominenten sich bisher nicht verändert haben? Danke, Bunte, für diesen Beitrag. Und wir haben noch etwas Neues. Ja. Weil uns dieser Beitrag so toll gefallen hat, haben wir gedacht, wir helfen Bunte, wir arbeiten ehrenamtlich bei Bunte mit. Hier ist die neue Rubrik 5 Prominente, die sich in den letzten 20 Jahren total verändert haben. Zum Beispiel Michael Jackson. Keith Richards. Dieter Krebs. Franz Beckenbauer, schauen Sie sich das an. Der Zahn der Zeit. Das wäre auch eine Rubrik, die wir gerne in Bunte sehen würden. 5 Prominente mit lustigen Bärtchen. Mosi, Ulrich Kienzle, Charlie Chaplin, der Nikolaus und Adolf Hitler. Das hier, die Weihnachtsausgabe in Bunte. 5 Prominente, die gerne Bunte lesen. Ich habe etwas für Sie, meine Damen und Herren. Wollen Sie mal eine Traumüberleitung von mir hören? Wollen Sie mal eine Überleitung hören, bei der Sie sagen, wow, wir sehen hier unter anderem Schweinchen Babe. Und wer Schweinchen Babe sagt, der meint Schnitzel. Und wer Schnitzel sagt, der denkt an Gerhard Schröder. Jeden Tag ist er jetzt Schnitzel, 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 lalalala, hilluli, hillula, Schnitzel, Schnitzel. Und Gerhard Schröder. Powerpolitiker Gerhard Schröder. Gestern großer Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Gerhard Schröder sagt mehr oder weniger, ja, ich will Kanzler werden. Das ist der Job, der mich interessiert. Aber Sie wissen, es gibt noch einen anderen Spitzenmitbewerber. Das ist Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine,
Das Rennen ist noch nicht entschieden. Und weil wir eine demokratische Sendung sind, weil wir sagen, hier soll jeder eine faire Chance haben, möchten wir Ihnen die beiden momentanen Super-Mega-Spitzenkandidaten der SPD vorstellen. Entscheiden Sie selbst, wen möchten Sie an der Spitze von Deutschlands sympathischer Arbeiterpartei sehen? Ein Tag im Leben von Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Um 7.30 Uhr eröffnet Gerhard Schröder eine Knödelfabrik in Brake. Zur gleichen Zeit nimmt Oskar Lafontaine noch eine Mütze Schlaf. Um 9 Uhr eröffnet Gerhard Schröder eine Stützstrumpfmanufaktur in Röderich. Oskar Lafontaine träumt gerade etwas Lustiges. 11.30 Uhr. Gerhard Schröder hält eine Rede vor der Belegschaft einer Schmierwurstfabrik im niedersächsischen Ömmel. Um diese Zeit lässt Oskar Lafontaine erstmal einen fahren. 13 Uhr. Gerhard Schröder besucht eine Baustelle in Pelsbach bei Diebken. Hier entsteht die größte Sülzefabrik Europas. Oskar Lafontaine ist wach. Zur Entspannung pimpert er ein wenig. 14.30 Uhr. Gerhard Schröder spricht vor dem Deutschen Seniorenbund. Er spricht sich für die Schließung von 900 überflüssigen Altenheimen in Deutschland aus. Oskar Lafontaine kommt gerade zum 9. Mal. 17 Uhr. Schröder wird von Ex-Gattin Hillo zu einer Benefizradtour gezwungen. Die Aktion richtet sich gegen die Schließung von 900 Altenheimen in Deutschland. Oskar macht gerade ein Aufbaunickerchen. 18 Uhr. Gerhard Schröder muss sich bei der Eröffnung eines Baumarktes von Rudolf Scharping betatschen lassen. Schröder wirkt müde. Zur gleichen Zeit schildert Lafontaine seiner Frau den bisherigen Tagesablauf und lügt das Blaue vom Himmel. 20 Uhr. Schröder legt den Grundstein für das erste deutsche Hämorrhoidenmuseum in Brömme. Oskar stößt dazu und leiht sich bei Schröder Geld für einen Puffbesuch. 21 Uhr. Schröder hat die Schnauze voll. Jetzt muss er gleich auch noch zu Frau Köpp. Unterdessen erholt sich Lafontaine von den Strapazen eines harten Tages. Entscheiden Sie selbst. Muss ich gerade mal im Pschyrembel nachgucken, unserem medizinischen Wörterbuch. Ich habe seit neuestem immer so, nach 11 Kassen Bier habe ich immer so ein leichtes Ziehen an der Leber. Ja, wirklich. Ist das normal, frage ich Sie mal. Kann man, ich komme mir, wissen Sie, es erinnert mich ein bisschen an diesen einen, wem sage ich das, aus der Antike. Sie wissen, wen ich meine, Prometheus. Kennen Sie? War doch an den Felsen gekettet, ja? Und dann kam der Adler mit dem Magenbitter. Nein, nicht so, aber der Adler hat ihm immer die Leber rausgehackt, weil einfach Prometheus ein Riesentyp war und immer auf die Frage, haben Sie mal Feuer, stand er da. Und immer Probleme mit der Leber. Sie kennen doch Prometheus, oder? Von Goethe. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Und übe dem Knabe gleich, der Disteln köpft, an Eichendich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wider der Tyrannen Übermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast nicht du mein glühend junges Herz. Alles selbst vollendet? Hallo. Und glüht es jung und gut beladen. Rettungsdank dem Schlafenden da droben. Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert? Je des Beladenen?
hast du die Tränen gestillet. Jedes Geängstigten hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit, das gnädige Schicksal, meine Herren und deine. Wähntest du, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Hier sitze ich und schaffe Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleicht, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten. Wie ich? Hallo, servus, da sitzt ihr. Ja. Ich such sie mal. Hallo, überrascht? Einmal kollektiv guten Abend, Herr Schmidt und? Guten Abend, Herr Schmidt. So, das klappt doch, oder? Ja, wir haben eine tolle Überraschung für Sie. Und zwar folgende. Ja. Es gibt ja so viel Wissenswert. Physik, Naturwissenschaften allgemein. Und oft sind es die einfachsten Sachen, die wir nicht wissen. Und wir haben uns gedacht, wer fragt besser als Kinder? Und deshalb neu für uns, unsere Frau Asenbaum beantwortet Kinderfragen. Unsere Frau Asi erklärt uns die Welt. Hör mal, Asi. Weißt du eigentlich, woher der Wind kommt? Natürlich weiß ich das. Pass mal auf. Am Tag erwärmen die Strahlen der Sonne alle Dinge dieser Erde. Dabei ist es aber so, dass nicht alles gleich schnell warm wird. Der Strand wird schneller warm als das Meer. Und dunkle Sachen zum Beispiel heizen sich sehr schnell auf, während andere immer noch ganz kühl sind. An den warmen Stellen steigt jetzt die Luft nach oben und an diese Stelle fließt jetzt die kalte Luft nach. Hui, und das gibt dann ganz schön Wind. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Es geht aber auch mit Erbsensuppe. Stimmt's, Hermann? Das hier, meine Damen und Herren, ist die Schlagzeile, die vor einiger Zeit für Aufsehen gesorgt hat. Wer spielt und singt selbst? Einer der großartigsten Trompeter, die wir haben, Walter Scholz, meine Damen und Herren. Star-Musiker wird demnächst ein Buch herausbringen, in dem er sagt, Stefan Ross lässt sich zumindest häufig dubeln. Er spielt gar nicht selbst. Wir haben gesagt, kann das stimmen? Und wir haben uns mal heimlich Videoausschnitte besorgt, auf denen Stefan Ross selber Trompete spielt. Und hören Sie mal selbst. Unser Gast, meine Damen und Herren, war Solo-Trompeter der Münchner Philharmoniker. Er hat 8 goldene, 3 Platin-Schallplatten, 900 Titel als Solo-Trompeter eingespielt. Herzlich willkommen, Walter Scholz! Jetzt bin ich aber erleichtert, dass es noch geklappt hat. War Stau unterwegs, gell? Ja, furchtbar. Wir waren 3 Stunden im Stau. Wo denn? Ja, direkt vor Köln. Wirklich? Da sieht man den Dom schon und dann? Ja, und da kommt man nicht, fast nicht her. Ja, aber Profi hat die Nerven behalten. Naja, alles klar, ja. Lieber Walter Scholz, das sind ja heikle Themen. Also wenn ein so renommierter Musiker wie Sie hergeht und sagt, Stefan Ross, Publikumsliebling, viele Schallplatten verkauft, der spielt gar nicht selbst, dann kann ich mir vorstellen, macht man sich in der Branche nicht nur Freunde. Lieber Harald, eins möchte ich gleich von Anfang an klarstellen. Das, was wir Profis seit einem halben Jahr sagen, dass er überhaupt nicht spielen kann, das stimmt überhaupt nicht. Sondern das behaupten wir gar nicht, sondern wir sagen einfach, dass die Leistung als Trompeter nicht stimmt bei ihm und dass er einfach seine CDs mit Profi-Trompetern hat aufnehmen lassen müssen. Aha, also das heißt, er kann Trompete spielen? Ein wenig natürlich, klar. Ja. Ein bisschen.
Ja. Ja. Haben Sie ihn mal selber gehört? Spielen? Ja, ich habe ihn ja kennengelernt damals, 1989, in Seefeld. Ja. Da war er noch kein Grand Prix-Sieger der Volksmusik, bei Karl Moik im Musikantenstadl. Und Karl Moik bat mich darum, mit ihm ein Duett zu spielen. Ja. Und was lag näher als meine Sehnsuchtsmelodie, die damals ein Welthit war. Ja. Und habe ich gesagt, ja, ich lernte ihn erkennen in der Garderobe auch. Und sagt dann, Stefan, möchtest du die erste Stimme spielen oder die zweite? Da sagt er zu mir, ich kann noch keine Noten lesen. Ich habe die erste Trompetenstimme habe ich von ihrer Schallplatte abgehört. Dann habe ich gesagt, gut, dann spielst du halt die erste Trompetenstimme. Ja. Und dann haben wir das aufgenommen, einen Tag vor der Sendung. Und ich möchte das auch noch mal klarstellen. Herr Moik wollte, dass wir das live spielen, aber es war nicht möglich, denn die Leistung von Stefan hat nicht genügt, um wirklich live über den Fernsehen, über den Äther zu spielen. Das war also unmöglich. Ja. Und einige Wochen später, es war glaube ich 6 oder 7 Wochen später, kam ja der Grand Prix der Volksmusik im Juli 86, Juli 89. Und da stand er plötzlich da und ich habe mir das angehört und angesehen und mich hat der Schlag getroffen. Ich kannte ja seinen schülerhaften Ton, yeah, von Seefeld, vom Musikantenstadl. Und plötzlich hörte ich einen perfekten Trompetenton, natürlich von hervorragenden Solo-Trompetern geblasen. Anders war das gar nicht möglich. Und die machen das, normal, namhafte Trompeter, dass die sagen, ich spiele für Moik, für Ross. ist mir ja egal. Ja? Also geben sich Profis zu sowas her? Man muss eins noch sagen, der Hannes Kottek, ein berühmter österreichischer Solotrompeter, der hat die Heimweh-Melodie gespielt für Stefan Ross 1989. Ja. Und der wusste natürlich auch nicht von Anfang an, dass der plötzlich den Grand Prix der Volksmusik gewinnt. Aber er hat natürlich zu vielen Profi-Trompetern, besonders zu Professor Hans Gansch, das ist der Solotrompeter der Wiener Philharmoniker, dem hat er also... Der hat mir bestätigt, dass Hannes Kottek ihm mehrfach gesagt hat, 1989, dass er für Stefan Ross die Heimweh-Melodie aufgenommen hat. Wir haben übrigens, weil wir gerade so oft gesprochen haben, die Szene hier, als Stefan Ross gewonnen hat und Karl Moik nochmal die Geschichte erzählt, wie er ihn entdeckt hat. Es war so gegen 23:30 Uhr nachts. Da hat er auf einmal seine Trompete herausgeholt. Klassiker mittlerweile. Jetzt ist es so, wenn Sie das sagen, ich meine, Sie sind selbst einer der wenigen Trompeter, die sozusagen die ganze Palette drauf haben, von der klassischen Musik, von der klassischen Literatur bis hin zur Volksmusik. Das ist ja alles hieb- und stichfest, das ist fundiert, das ist auch beweisbar, was Sie sagen. Ja. Trotzdem ist die Branche natürlich heikel. Werden Sie angefeindet, wenn Sie sowas öffentlich sagen? Die Wahrheit können manche nicht vertragen. Aber in diesem Fall muss man einfach die Wahrheit einmal sagen, dass er einfach mit seiner Leistung nicht fähig ist, ein schönes Solo auf CD zu bringen. Dass andere Trompeter, Spitzentrompeter für ihn das getan haben. Eigentlich ein bisschen Schwindel am Publikum, ne? Ja, das sowieso. Aber vielleicht ist es dem Publikum egal, oder? Sagen wir mal, der Stefan so lieber. Ja, und sagen, wissen Sie, dass Sie sagen, es klingt so schön und... Lieber Harald, ich war gestern mit Toni Marshall zusammen und... Ja. Toni, Grüße. Wo war das? Ich habe ihn auf dem Flughafen getroffen in Frankfurt und ja, jedenfalls Toni hat gesagt, wenn man von ihm behaupten würde, dass Pavarotti für ihn gesungen hätte, ja, und Toni Marshall kann ja nun wirklich etwas, dann wäre... Ja, was lacht ihr denn noch hier? Ja. Ja. Vorurteile. Dann wäre das ja auch nicht so schön. Ja. Dann würde man die CD von ihm sicherlich in den Mülleimer schmeißen. Ja. Und ich bin ja mit Pavarotti befreundet. Ich wäre auch nicht erfreut. Ja, klar. Also wenn ich...
Wenn ich persönlich erfahren würde, dass Pavarotti von einem anderen Tenor ein hohes C hätte singen lassen, würde ich seine CDs nicht mehr kaufen. Ja, das ist das Stichwort. Walter Scholz, hundertprozentig selbst gespielt. Zauber der Trompete, ein Trompeter begeistert Millionen. Und wir können Sie natürlich nicht gehen lassen, Herr Scholz, ohne dass wir einmal live, unverfälscht, das ist die große Sache, jeder Trompeter, das ist das Heiligtum, das Mundstück. Ja, das ist viel wichtiger als das Instrument. Dieses Mundstück, das habe ich schon 40 Jahre. Und das geht, ja, ihr braucht gar nicht zu lachen, das ist so. Ja. Alles neu für die Zuschauer. Die Frau kann man öfters mal wechseln, aber das Mundstück auf keinen Fall. Ja. Jawohl! Ja, das also. Ist einfach, das sind Musiker, oder? Ja, klar. Ja. Was hören wir, Walter Scholz? Ich mache eine Kurzfassung von Ilse Lenzschow, aber nur ganz kurz, damit ihr hört, dass ich wirklich selber blase. Geschenk, meine Damen und Herren. Und ich blase. Ich blase Salut. Morgen hat sie ihre 100. Mini-Playback-Show mit die süße kleine Wonne Proppen. Herzlich willkommen, Mareike Amado. Ein Tag ist er. Meine Liebe. Mein süßer kleiner Wonneproppen. Nimm Platz. Ja. Lecker sitte. Ja, das ist aber toll, du. Doch, das ist ein holländischer Adventskalender, oder? Das ist aus der Reihe Bastel deinen eigenen Adventskalender. Der sieht ganz, ganz toll aus. Und wir machen das in Familientradition seit 500 Jahren. Ja. Und das ist eine holländische Gouda. Und da drauf werden dann die größten Schweinereien gepackt. Wirklich? Für jeden Tag eins. Die darf man aber jetzt noch nicht aufmachen, ne? Du darfst also wirklich? Die gelben aufmachen. Die gelben darf ich aufmachen? Mhm. Ich mach mal diese hier auf, ja? Vom Sticker runter. Muss ich erst sagen, welchen Tag es ist. Das ist zwei. Das ist zwei, das 2. Dezember. Ja, genau. Also ja. Wir sind ja 24 Tage vor Weihnachten. So, Vorsicht, das Papier. Oh! Ja! Süß! Ne? Heute, hast du mir schon mal geschenkt? Ja! Sind ersteigert worden. Aber die sind für dein Kind. Toll. Oh, ist das süß. Ja? Das ist ja ganz was Reizendes. Und jetzt sollst du vielleicht mal Tag, welchen Tag sollen wir jetzt auspacken? Ja, ich weiß nicht, hier vielleicht Tag 15? Könnten wir machen, das gefällt mir von der Form her sehr gut. Klein, aber fein. Hm? Oh! Da, oh, Maronen. Du hattest gedacht, da ist was anderes drin. Ja. Aber was ist drin? Holländischen Zwiebeln. Ach so, das sind Zwiebeln. Tulpenzwiebeln. Ja. Ich wollte, dass es ein Maronen ist. Ja. Ich dachte, erst es sind Maronen. Mareike, das aber ist ganz um die Länge zu kriegen, habe ich vier aufeinander gepackt. Ganz schön schlau, weil ich habe natürlich gedacht, es wäre, weiß nicht, also so irgendwie... Was anderes. Ja, Seifenblasen oder so. Aber ne? Wenn du alles ausgepackt hast, wird es sicher eine große Hilfeleistung sein. Ich habe auch meinen Wohnwagen draufgepackt. Vielleicht könntest du das noch eben das Publikum das zeigen. Das können wir mal zeigen. Guck mal, und das auch ist mein hier Zelt. Ganz toll, richtig toll geklebt.
wie wir es von der Modelleisenbahn kennen, ein kleiner Campingplatz. Oh, der Wohnwagen, das Boot und sogar die Hängematte. Eine ganze Nacht dran gebastelt. Bitte Machst schön. Du das wirklich ja. selber? Das mache ja? ich alles selbst. Toll. Ja. Mareike, du machst so einen rundum zufriedenen Eindruck. Ich bin happy. Total glücklich, happy, zufrieden. Morgen ist die 100. Sendung. Das ist eine tolle Sache, oder? 100 Mal Wonnerpoppen, 100 Mal tolle ja. Kinder. Mhm. Ja. Wie ich dich kenne, habt ihr bestimmt was Spezielles vorbereitet zur 100. Sendung, ja? Ja, Jürgen von der Lippe gratuliert, Rudi Carrell gratuliert. Da ist ein Mädchen, das macht mich nach. Die singt Kids of the World, mein großer Hit vom letzten Jahr. Ja. Die du sicher auch zu Hause hast. Ist selbstverständlich. Ja, gut. Das läuft ja bei uns morgens schon mit dem Radiowecker, geht das los. Echt? Ja, natürlich. Bin ich schon immer dabei, ja? Zack, mit Mareike. Ja. Gut. Also viele Überraschungen und super Kinder und zum Schluss noch DJ Bobo. DJ Bobo? Ja, er kommt selber oder ein Kind macht die nach? Nein, er kommt selber und hat ein Lied komponiert ja. für die Mini-Playback-Show. Was willst du noch mehr? Er ist ein unglaublich sympathischer Kollege, ja, DJ Bobo. Nett. Er war Kennst hier auch schon, ja? Schweizer, zweimal hier. Grüezi, wo versteht Immer super niemand. Drauf. Und Zeiget sie, wie Mareike, ich hatte schon Angst, du würdest uns dieses Jahr zu Weihnachten nicht mit einer CD verwöhnen. ja? Aber große Stars singen Kuschelsongs für Kinder. Weihnachten auf Wolke 7. Und, ist das schön? Ja, weißt du, bei dir habe ich das Gefühl, das ist nicht jetzt nur, dass du sagst, das mache ich eine Weihnachts-CD, sondern du feierst wirklich Weihnachten, ja? Ja, ich fange nächste Woche an, mein Haus abzubauen. Das bedeutet, ich bin die einzige Holländerin mit Gardinen. Ich baue die wieder ab, ich hänge andere dran. Ich habe für jeden Einwohner zu Hause, das sind 4 Stück, habe ich einen eigenen Weihnachtsbaum, Kinderbaum, Engelbaum für mich, für meinen Mann einen ganz anderen Baum, aber da erzähle ich nicht drüber. Und dann auch noch für jemand einen ganz tollen Baum, der auch zu Hause wohnt. Ja. Annabelletje. Und das machst du richtig traditionell ja? und machst auch Plätzchen oder? Nein, oder? Ich Nein. kann absolut nicht kochen, aber ich bastle. Ja. Wie du gesehen hast. Ganz fabelhaft gemacht. Ich bastel alles umsonst. Und hier singt Mareike Weihnachten auf Wolke 7. Ist das schön? Kannst du das so wie das Ich singe sehen. Gerne mit, weißt du, so unterm Christbaum. Blätter, Weihnachtszeit, schneit. So, das ist du musst das ganz weich anlegen, ja? Ganz weich. Hast du den Text? Oh, ich habe den Text, jetzt habe ich den Text vergessen. Der Text ist auch, wie Professionals sagen, in der CD drin. Oh, das ist ja fantastisch. Da, kann ja, ich ja, da kannst du mitsingen. Das ist ja zu wirklich Hause. Wie zu Hause. Wo das ich eine Platte... ist das Refrain. So wie das Refrain. Mach es mal. Helmut, habt ihr das drauf? Och, also ganz leise. Ja. Ganz, ganz leise, Helmut. Leise. Weiß nicht, ob ihr das Wort kennt. Weihnachten auf Wolke 7, schwerelos und schön. Alles, was wir wirklich lieben, wird vielleicht geschehen. Weihnachten auf Wolke 7, ein Gefühl ist ungeblieben und es lässt sich mit dem Herzen sehen. Wow! Wolke 7, Wolke 7. Das sind aber Weihnachten, von denen man träumt. Ja. Mareike, ja, Weihnachten, ein tolles Geschenk. Ja. 100. Sendung morgen, alles ja. Gute, ganz herzlichen Dank. Danke schön. Mein Liebe, und wir freuen uns immer, wenn du bei... Das ist immer so erfrischend, wenn du kommst. Was ja, findest du? Ja, das ist nicht nur so ein prominenter Gast, sondern eine liebe Freundin, die einfach so reingeschneit kommt. Und wissen Sie übrigens, ich habe mit Harald, habe ich damals das erste Fernsehinterview gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, vor 100 Jahren in Bocklemünd. Ja. Ja, WDR, Hollymünz. Ja. Und dann hat er so eine Scheiße erzählt. Das ist nicht zu fassen. Ne? Wirklich? Aber heute ist er wirklich clever geworden. Das muss man schon Mareike. Sagen. Ja, schau. Habt ihr fröhliche Weihnachten. Gezellig nieuwjaar. Eine gute Rüsche, ein neues Jahr. En natürlich auch eine gute Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Frohe Kerstfeest und ein zalig nieuwjaar. Bedankt. Ciao, meine Lieben. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, nicht nur der Erfinder der größten Musikmesse der Welt, der Popbomb, sondern seit 93 der Geschäftsführer des Senders, der eingeschlagen hat wie eine Bombe, Viva. Am 1. Dezember wird Viva bereits 4 höchst erfolgreiche Jahre alt. Herzlich willkommen, Mr. Viva, Dieter Gorni. Musik
herzlichen Glückwunsch. Danke. Ein bisschen voraus kann man schon gratulieren. Ne? Sind ja nur noch ein paar Tage bis zum 1. Dezember. Und Viva hat ja wirklich eingeschlagen wie eine Rakete. Es haben wieder alle vorher gewusst. Ja? Ist immer so. Bei ist immer so. Ja. Aber haben Sie selber mit diesem wahnsinnigen Erfolg gerechnet? Ich habe es ja jetzt auch selber gewusst. Nein, konnte man ja nicht. Konnte man nicht. Also, mein MTV war so wahnsinnig oder schien so übermächtig zu sein. Ein Monument. Ja. Und alle haben gesagt, das ist so eine Form von medialem Selbstmord, eine sehr charmante Form, das mit Musikclips zu probieren. Na, hinterher ist man schlauer geworden. Das ist, für Viva war, glaube ich, schon nach 15 Monaten in den schwarzen Zahlen. Ist das richtig? Na, so schnell ist dann doch nicht gegangen. Also 2 Jahre hat es gedauert. Aber es ist trotzdem, glaube ich, in Deutschland Rekord, was Fernsehen machen angeht. Ja, jetzt ist es, wenn man Sie so sieht, das ist sozusagen, das ist unsere Generation. Ja, ja. Stones, ja, Led Zeppelin und so weiter. Viva-Moderatoren sind ja eigentlich doch, der Erfolg von Viva ist, weil die Moderatoren sozusagen den Zeitgeist nicht nur widerspiegeln, sondern fast ein bisschen mitprägen. Man konnte damals ja auch nichts anderes machen. Man konnte ja einfach nur Leute nehmen, von denen man glaubte, die sind so wie die, für die man Fernsehen macht. Ja. Und in der Hoffnung, das tun, dass die das auch akzeptieren. Wenn man die ersten Moderationen sieht mit Heike Mackerstein, das hatte schon diesen Charme. Ja. Hallo, wir sind jetzt da, wir gehen nie mehr weg, werden mit euch älter, sind so wie ihr und guckt mal zu. Und wie wird man Viva-Moderator? Also ich meine, tausende Kids wollen das werden. Muss man in Eisdielen sich aufhalten oder wo wird man entdeckt? Kneipen, Eisdielen, wo sich Jugend normalerweise rumtreibt, in Burgerläden. Und es laufen ja immer Leute rum, Casting heißt das ja, ja. Die dann suchen. Wir machen das selber, haben also keine Agenturen. Ja. Und wenn man Glück hat, findet man welche, von denen man glaubt, dass sie talentiert sind. Die haben auch alle, die tollen Marktforscher, zu Anfang gesagt, als wir Heike hatten, um Gottes Willen, trennt euch von der Frau, die quiekt und kräht immer so. Und man muss dann also sehr dran glauben, das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Haben Sie eigentlich mal mein Bewerbungsvideo bei Viva gesehen? Nicht bei Viva, aber... Ich habe das eingereicht und ich wurde damals nicht genommen, ich verstehe es nicht, schauen Sie mal. Hallo, ich bin total irgendwie echt total super gut drauf und was ist denn das? Ach so, Buchstaben. Super! Hey, und vielen Dank. Aber ich meine, mit der Mütze schon wieder ein bisschen vorbei können, ne? Als ich das damals gesehen habe, ja. Man sieht ja das Talent, ja. Und auch die Ausbaufähigkeit. Ich muss gestehen, wenn Fred Kogel nicht zugegriffen hätte, dann wären wir jetzt spätestens dran, weil wir Viva 2 haben. Ja, da ohne Pudelmütze das, und dann... Das wendet sich ja mehr an meine Generation. Da wird auch schon mal Chicago gespielt und so. Ne? Also ja, so die Klassiker der Popmusik. Was hören Sie denn privat für eine Musik? Ich gucke den ganzen Tag Viva. Wirklich? Und Viva 2. Ja, sicher. Das ist ja sehr wichtig, weil es ändert sich ja dauernd. Und privat im Auto, was halt gerade kommt, die ganz neuen Sachen, die man kennen muss. Und dann die Sachen, die haben gefallen, U2 und ja. Sie sind aber klassischer Musiker, das wusste ich überhaupt nicht. Ja? Was haben Sie studiert, welches Instrument? Ich habe Komposition, Kontrabass und Klavier studiert. Also richtig, und Komposition, das heißt ja natürlich modern, so... Ja. Ja. So, diese Richtung. Ja. Ist da nicht Viva, sagen wir mal, irgendwie, naja, übertrieben gesagt, aber halt ich sag's mal ganz ehrlich, bei uns läuft hier auch sehr viel Viva. So, nachmittags in der Maske und so weiter. Ja, aber es ist, nach 10 Minuten bin ich gaga. Weil es ja doch die ganze Clip-Ästhetik, das ganze Tempo und so weiter, Sie können sich das den ganzen Tag reinziehen. Das ist eine Altersfrage oder eine Einstellungssache. Ja, Sie haben Kinder? Ja, Wie alt sind die? Tochter ist 12, Sohn ist 6. Also 12 ist ja eigentlich das Alter, in dem Viva über die Jugend herfällt. Eingreift, ja. Ja. Backstreet Boys im Zimmer plakatiert bei Ihnen? Nee, das weniger, aber ab und zu gucken die dann schon. Also wenn ich abends nach Hause komme, kommt es vor, dass die das dann gucken. Das sind aber Situationen, wo ich dann selber sage, mach mal diesen Sender aus. Also wenn man das dann so 8 Stunden gesehen hat, dann... Und was sagen die dann, Papa, jetzt habt ihr Backstreet Boys oder sowas oder NSYNC oder so oder Touché, bring mal Karten oder Platten. Werden Sie da gefordert als Vater in der Richtung? Ja, das macht doch die ganze Nachbarschaft und drumherum. Ach so. Ja, ist, man versucht das dann irgendwie zu vermeiden. Und sagen, er hat zwar lange Haare, aber er bringt immer Karten für die Kinder. Ja. Die Nachbarn, so. Ja. Netter Kerl. Also Sie haben MTV echt geschafft hier in Deutschland, kann man wirklich so sagen. Ja. Ja, es ist tatsächlich so und deshalb haben es ja auch dann alle gewusst, dass wir mittlerweile doppelt so stark im Markt sind wie die Londoner. Ja.
Das verwundert einen selber, aber es muss wohl bei allem Chaos, wir sind ja nicht weit weg, man kann uns ja fast leuchten, geschweige denn Sinn sehen, hier im Mediapark, es muss bei allem Chaos ja was dran sein, sonst hätte man das ja nicht hinkriegen können. Ja, haben Sie gehört, will MTV irgendwas unternehmen, wie man das in den nächsten Jahren wieder, die versuchen jetzt auf Deutsch zu senden? Ja, ja. Nun ist ja so, dass wir auch schon eine Menge Preise eingeheimst haben und ich auch immer gesagt habe, das kriegt man nicht, weil man Bon Jovi besser ansagt als die anderen. Oder es ist auch kein toller Programmtrick, jetzt Bon Jovi in Deutsch anzusagen. Aber Herr Gott, das ist Fernsehgeschäft, das sind große Konzerne und die lassen sich ja nicht von den Vivas ewig an die Wand drängen. Das wird noch spannend werden. Ja. Man wird sich weiter provinzialisieren. Die tun das dann auch in jede Ecke dieses Landes. Ich weiß nicht, ob die Marke das aushält, aber das ist ja auch nicht unser Problem. Viva ist etabliert, Viva 2 ist auf dem Weg. Gibt es noch was, wo man sagt, Viva 3? Das ist dann sozusagen schon mit Walter Scholz an der Trompete. Oder bleibt sie erstmal bei den beiden Sendern? Also wenn ich an meine musikalische Sozialisation denke, dann ist es wahrscheinlich nicht Viva 3. Dann würden wir eher was drumherum machen, Cafés und was weiß ich nicht was alles, mehr Musik. Ich denke, das reicht jetzt auch erstmal mit den beiden. Stellen Sie sich vor, rei durch, dann ja. Das kann keiner mehr aussagen. Es ist ja das Vollprogramm eigentlich, ja. Die Vollversorgung gewährleistet. Ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch, ja. Die Moderatorinnen und Moderatoren von Viva sind auch immer gern gesehene Gäste bei uns. Immer sehr frisch, wirklich sehr fit und sehr in unserem Sinne. Weiterhin viel Erfolg, viel Spaß in Ihrer Küche. Dankeschön, guten Abend.